Es ist jetzt ein bisschen ein Sprung zum Kunstgelenk, aber wir haben es gehört von dem Herrn Senf, der Sprung ist gar nicht so weit, zur Kniearthrose vom Leistungssportler. Und wir wissen das auch von anderen Sportlern, dass das Arthrose-Risiko gerade nach häufigen und vielen Verletzungen doch ganz hoch ist. Und gerade wenn Sie irgendwo in Alpennähe aktiv sind, dann ist diese Frage eine ganz wesentliche, die Ihre Patienten haben. Darf ich denn mit einem künstlichen Gelenk noch Skisport betreiben? Was darf ich machen, auf was muss ich aufpassen? Es geht in den allermeisten Fällen um das Hüft- und Kniegelenk. In Deutschland werden 400.000 Prothesen jährlich implantiert. Und ich habe es ein bisschen provokant formuliert im Titel, darf ich noch Alpin fahren, Ski, Langlauf oder nur Après-Ski? Wir wissen, dass der Après-Ski auch seine Tücken und Gefährdungen hat, auf die ich aber nicht im Detail eingehen werde. Ist das ein Thema der Skisicherheit, Après-Ski? Wir machen es später in Kleingruppen. Ja, ja gerade aktive Sportler, also wir sehen auch immer wieder Patienten, die letztendlich sich mit Schmerzen durch den Tag quälen, weil sie sagen, wenn ich mich operieren lasse, darf ich nicht mehr Skifahren, ich nehme lieber Schmerzmittel, solange ich Skifahren darf. Hier möchte ich ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Was sind denn die Risiken, die wir haben? Natürlich mit einem Kunstgelenk, es kommt ein bisschen auf das Gelenk drauf an, ist das Sturzrisiko erhöht, weil wir keine so natürliche Gelenkkontrolle und Gelenkfunktion haben. Und die Konsequenzen, wenn was passiert, können sehr viel dramatischer sein. Wenn Sie eine Hüftprothese haben und der Knochen bricht um die Hüftprothese, ist das sehr viel schwieriger zu fixieren, als wenn man ein natürliches Gelenk hat. An der Hüfte, die kann sich ausrenken, das passiert bei dem natürlichen Gelenk deutlich seltener. Und am Kniegelenk können, wenn es ein Teilersatz ist, auch immer noch Bandverletzungen entstehen. Und dann eine ganz wichtige Frage, die wir immer haben, welche Rolle spielt denn der Sport auf den Verschleiß und die Lockerung der Prothese? Wenn ich jetzt Skifahren gehe, lockert sich die Prothese eher oder nicht? Ich habe jetzt mal das Logo hier als Grundlage genommen, das hat sich so angeboten, denn es sind ein paar Dinge, die wir dringend letztendlich überprüfen müssen, auf die wir achten müssen, das hat sich anscheinend ein bisschen umformatiert. Die Fitness, die Piste, Begleiterkrankungen und das Können und die Intensität, das ist schon vieles angesprochen worden, auf die Begleiterkrankungen werde ich noch ein bisschen eingehen an dem Beispiel. Worauf ich mich konzentrieren möchte, ist die OP-Technik und das Implantat. Nun, an Implantaten, wir sprechen über die Hüfte und das Knie, da gibt es ganz unterschiedliche Kappenprothesen, Teilersatz im Kniegelenk, sogenannte Doppelschlittenprothesen. Und beim Gelenkersatz ist es so, dass wir ja eine Kraftübertragung haben. Das Gelenk nimmt die Kraft auf und teilweise trägt es auch zur Stabilität bei. Wenn wir eine Knieprothese haben, die gekoppelt ist, dann wird die gesamte Kraft über die Prothese übertragen und die beeinflusst natürlich den Verschleiß. Das heißt, wir müssen dieses Fließprodukt letztendlich beachten in der Endoprothetik, um beurteilen zu können, macht Sport Sinn oder nicht. Und gerade bei den Knieprothesen ist es relativ einfach. Je höher die Stabilität der Prothese ist, das heißt, je gekoppelter die Prothese ist, desto mehr Kraft wird über die Prothese übertragen und desto höher ist die Belastung im Implantat und im Knochenlager. Das hier ist mal so ein Beispiel von einem Monoschlitten. Das ist letztendlich nur so ein Schlitten, der aufgesetzt wird. Das heißt, das ist ein einfacher Oberflächenersatz und der hat den großen Vorteil, dass ich habe es hier rot angezeichnet, Außenbänder und die Kreuzbänder, von denen wir schon sehr viel gehört haben, komplett erhalten bleiben. Das heißt, die Stabilität des Kniegelenkes wird komplett durch den natürlichen Bandapparat getragen, wodurch natürlich die Krafteinleitung auf die Prothese deutlich geringer ist. Das heißt, damit haben wir nur einen Oberflächenersatz. Man kann das auch maßangefertigt anfertigen, dann ist es wirklich ein ganz passender Oberflächenersatz und auch die Gelenkkinematik und das Gelenkgefühl wird dadurch nicht verändert. Da würde ich jetzt mal pauschal sagen, ist Skisport möglich. Sicherlich sollten jetzt so maximale Stoßbelastungen oder der alpine Rennsport nicht unbedingt damit durchgeführt werden. Die häufigste Prothese ist diese Doppelschlittenprothese. Und da sehen Sie schon, dass dieses Plateau, was am Unterschenkel eingebracht wird, das ganz gesamte Plateau bedeckt. Das heißt, auf jeden Fall das vordere Kreuzband wird bei der Operation entfernt. Und das war ja schon ein großes Thema, wie wichtig das Kreuzband ist, auch für die Stabilität und für das Gelenkgefühl. Das heißt, hier wird auf jeden Fall schon mehr Kraft auf die Prothese eingeleitet und das Gelenkgefühl, die Gelenkstabilität ist verändert und ist geringer. Das heißt, hier müssen wir schon eine Einschränkung machen. Es gibt Untersuchungen, dass viele Patienten mit künstlichen Kniegelenken, mit diesem Typ künstlichen Kniegelenk Skifahren können.
und das auch sicher machen, aber man muss das schon eingeschränkt sehen. Wo man es definitiv nicht empfehlen kann, sind diese gekoppelten oder teilgekoppelten Prothesen, die im Wechselfall eingesetzt werden, weil da sieht man hier innen ist so ein großer Steg, der letztendlich das Kniegelenk stabilisiert. Das heißt, die Kraft nach innen und außen in der Bewegung und auch nach vorne und hinten wird komplett auf die Prothese übertragen. Deshalb braucht man bei diesem Typ Prothesen auch immer einen Stiel, damit der wirklich langstreckig im Knochen verankert ist. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie damit natürlich Skifahren, dann wird jeder Schlag und jede Bewegung komplett auf die Prothese übertragen und die wird sehr schnell verschleißen und sich auch deutlich schneller lockern. Hier kann man also definitiv Skisport nicht empfehlen. Etwas anders ist es bei den Hüftprothesen. Das Hüftgelenk ist ein viel einfacheres Gelenk, was letztendlich keinen so einen komplexen Bandapparat hat, sondern letztendlich nur eine Kapsel, das ist wie so ein Schlauch, der um das Hüftgelenk geht und die hüftgelenksumspannende Muskulatur, zu der komme ich gleich noch. Was beim Hüftgelenk aber ein Risiko ist, was Sie am Knie eigentlich so nicht haben, ist, dass der Hüftkopf aus der Pfanne herausspringt. Das heißt, wenn Sie bei einer Extrembewegung den Hüftkopf luxieren, so wie man das nennt, und das kann man durch eine sehr sorgsame OP-Technik mit Präparation der Kapsel etwas reduzieren, das Risiko bleibt aber. Ganz spannend zu sehen ist, dass die Kopfgröße, je größer dieser Kopf ist, den man hier einbringt, desto geringer wird das Luxationsrisiko, weil der Kopf eine größere Höhe hat, um aus der Pfanne herauszukommen und weil es erst später zu einem Anschlagen an diesem Prothesenhals kommt. Der Nachteil davon ist aber, dass man einen etwas höheren Verschleiß hat. Das heißt, bei einem jungen Patienten kann man sagen, okay, der will Leistungssport betreiben, wir brauchen eher eine gute Luxationssicherheit, aber wir wollen auch möglichst wenig Verschleiß. Zum Beispiel würde man jetzt sagen, bei einem Skifahrer würde man vielleicht entweder einen etwas geringeren Kopf nehmen, damit man weniger Verschleiß hat. Bei einem Kletterer, der sehr extreme Bewegungen machen muss, eher einen großen Kopf, damit es nicht in der Wand die Prothese sich ausrenkt. Das ist denkbar ungünstig. Ja, es ist auch altersabhängig. Inzwischen ist es schon so, dass man sagen muss, die Materialien sind so gut, dass die Verschleißunterschiede relativ gering sind. Die Größe vom Kopf, die hängt hauptsächlich mit der Größe der Pfanne zusammen und das ist natürlich die Größe des natürlichen Hüftgelenkes. Das heißt, wenn man ein sehr kleines Hüftgelenk hat, dann ist man in der Größe limitiert, dann kann man eigentlich bloß einen relativ kleinen Kopf nehmen, weil die Wand eine gewisse Stärke braucht. Wie stellt sich denn der Verschleiß da? Arbeitet sich dann das Material ab? Oder ja, das ist genau so. Dass weil es nicht abarbeitet? Hier, das ist eine Metallschale und da innen drin ist ein Kunststoffeinsatz. Auf der nächsten Seite sieht man ein anderes Modell, da ist eine Metallschale mit einem Metalleinsatz. Und dieses Metall reibt sich ab oder der Kunststoff reibt sich ab. Und das ist natürlich ein Fremdmaterial, was der Körper nicht mag. Der Körper versucht, das zu entfernen. Die Fresszellen kommen, die fressen das auf, versuchen es zu verdauen, können das nicht, platzen selbst, die ganzen Verzauungsenzyme werden frei und der Knochen baut sich ab. Was passiert? Die Prothese lockert sich. Das ist der häufigste Mechanismus der Prothesenlockerung. Diese Kappenprothesen waren ja auch sehr viele in den Medien, weil es zum erhöhten Metallabrieb gekommen ist, der teilweise toxische Nebenwirkungen bis hin zu Nierenschäden, Erblindung und sowas führen kann, wenn das ganz dramatisch ist. In den allermeisten Fällen ist das nicht so ausgeprägt, aber die sind wieder relativ zurückgegangen in der Anwendung. Es gibt ein paar Indikationen, wo man es macht. Ich bin da extrem zurückhaltend. Erstens, weil es keinen Unterschied gibt im Bewegungsumfang. Das meint man immer, wenn man so eine Kappe, die bloß auf den Hüftkopf aufgesetzt hat, dann ist die Beweglichkeit besser. Das stimmt sicherlich nicht. Und es ist auch die größere Operation, weil Sie ja, wenn Sie diese Kappe aufsetzen, den Hüftkopf irgendwo hinschieben müssen, wenn Sie an der Pfanne arbeiten. Wenn Sie eine normale Prothese machen, sägen Sie den Hüftkopf ab, haben Sie Platz, der kommt raus. Und wenn Sie den Hüftkopf drauflassen, dann stört er bei der Operation immer. Das heißt, das ist eigentlich auch die größere Operation, wo man eher ein Risiko hat, dass Muskelschäden auftreten. Und wir haben gesehen in den Langzeituntersuchungen und in den Registerstudien, dass auch die Komplikationsrate doch ein bisschen höher ist. Deshalb sind die wieder zurückgegangen. Wenn man so eine Revisionsprothese hat, das heißt so ein Wechselimplantat mit einem ganz langen Stiel, eine Pfanne, wo schon ein großer Knochendefekt ist, beckenseitig, dann muss man sagen, ist natürlich aufgrund der häufigen Voroperationen meistens die Muskulatur, die hier das Hüftgelenk umspannt, schon etwas geschädigt. Das Knochenlager ist geschwächt und man muss sich denken, wenn was passiert, was mache ich denn dann? Und da haben wir wenig Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, diesem Patienten muss man sagen, vielleicht funktioniert das mit dem Skifahren, aber wenn was passiert, dann haben wir ein richtig, richtig schweres Problem und da rate ich auch davon ab, mit diesen größeren Implantaten Skisport zu betreiben.
zur Operationstechnik. Die Operationstechnik selbst am Kniegelenk ist natürlich wichtig, dass letztendlich die Knieprothese gut eingesetzt ist. Am Hüftgelenk ist es aber noch entscheidender, weil die Muskulatur, die das Hüftgelenk umspannt, so wichtig ist. Am Kniegelenk ist relativ egal, welche Technik ich verwende. Die Kapsel wird eröffnet, ob der Schnitt länger oder kürzer ist. Am Hüftgelenk gibt es doch ganz große Unterschiede, gerade im Hinblick auf die Muskelschäden. Diese minimalinvasiven Techniken werden häufig am Hautschnitt letztendlich beziffert. Das ist dem Sportler letztendlich völlig egal, wie lang der Hautschnitt ist. Wichtig ist, dass das Gelenk gut funktioniert, und da gibt es doch große Unterschiede. Das möchte ich ein bisschen zeigen. Diese hüftumspannende Muskulatur ist so wichtig, weil die das Becken stabilisiert. Und wenn sie das nicht kann, haben sie Schmerzen. Patienten laufen häufig um mit der Diagnose Schleimbeutelentzündung, wird immer wieder mal gespritzt. In Wirklichkeit sind das Sehnenschäden in den allermeisten Fällen, die durch die Operation entstanden sind. Diese Muskeln sind relativ kurz, aber ganz wichtig. Und wenn wir uns jetzt so in einem Querschnitt das Hüftgelenk ansehen, dann sehen wir diese Muskeln hier. Und diese ganze Muskelgruppe wird von einem Nerven versorgt, der von hier hinten kommt, und dieser von hier vorne. Das heißt, rein anatomisch gesehen möchten wir auch die Nerven nicht verletzen, und das Beste ist dann letztendlich, dass man zwischendurch geht zwischen diesen beiden Muskelgruppen. Dieser Zugang wird immer populärer, weil er noch einen großen Vorteil hat. Wenn man hier seitlich oder hinten ans Hüftgelenk geht, muss man an dieser hüftumspannenden Muskulatur vorbei, und die ist kurz. Die zieht ja nur vom Beckenknochen zum Hüftknochen. Und wenn Sie sich eine Harfe vorstellen und wollen zwischen den kurzen Seiten durch, dann tun Sie sich verdammt schwer. Muss man anziehen, das Risiko, dass die Seite reißt, ist groß. An der Harfe macht man eine neue Seite rein. Bei der Hüftoperation wird es natürlich dann schwierig, wenn der Muskel reißt. Wenn man etwas weiter vorne reingeht, wie in diesem Intervall, was ich gezeigt habe, dann ist man zwischen den Muskeln, die alle vom Becken bis runter zum Kniegelenk ziehen. Das heißt, das sind die langen Seiten der Harfe, die man sehr leicht auseinanderhalten kann und trotzdem eine gute Übersicht hat. Das heißt, die Operationstechnik kann das hier ganz wesentlich beeinflussen. Und wenn Sie das sehen, dass eine Patientin, die vor drei Tage vorher ein künstliches Hüftgelenk bekommen hat, dann können Sie sich vorstellen, man sieht es schon noch, links hinkt sie doch ein bisschen, aber nach drei Tagen funktioniert das wirklich schon sehr gut, einfach weil man keine Muskeln durchschneiden muss. Und das ist natürlich nicht nur für die Sportler ganz wichtig, aber auch für ältere Patienten, die kränker sind, die möglichst schonend behandelt werden. Also es ist nicht nur der kurze Hautschnitt, sondern eben vor allem die muskelschonende Operationstechnik, die wichtig ist. Ein Beispiel ist eben diese Emmis-Technik, da gibt es verschiedene Techniken, die sehr muskelschonend funktionieren, die gerade im Hinblick auf die Sportfähigkeit ganz entscheidend sind. Also wir haben letztendlich das Implantat. Bei den kleineren Primärimplantaten, die man bei der ersten Operation einsetzt, mit der richtigen Kopfgröße und einer schonenden OP-Technik ist, denke ich, Skisport möglich mit einer Hüftprothese. Es gibt ja viele genügend, die das machen. Man sollte aber das Sturzrisiko minimieren und vor allem diese unkontrollierten Bewegungen, die zu einem Ausrenken führen könnten, vermeiden. Jetzt haben wir noch die anderen Punkte. Fitness, Reha, Piste, Begleiterkrankungen und natürlich das Können. Zur Fitness, zur Vorbereitung haben wir schon einiges gehört, da möchte ich auch gar nicht mehr weiter darauf eingehen. Das, was Sie gehört haben für die Rennläufer, gilt natürlich genauso mindestens für die Patienten mit dem Gelenkersatz. Die müssen sich genauso gewissenhaft vorbereiten, um ein Verletzungsrisiko zu minimieren. Da gibt es letztendlich auch standardisierte Tests, die man durchführen kann, wo man die Muskelkraft testen kann, die Koordination, Ausdauer. Das muss alles passen, bevor wir unsere Patienten wieder auf die Piste schicken. Die Pistenverhältnisse sind natürlich auch ein Punkt, den man beachten muss. Das hier ist ein Patient mit einem künstlichen Hüftgelenk. Das ist jetzt so ein bisschen eine ruppigere Piste, das ist nicht unbedingt das, was man dem Patienten empfiehlt. Gute Pistenverhältnisse sind etwas günstiger. Das ist ein sehr sicherer Skifahrer. Ich denke, man sollte das ans skifahrerische Können anpassen und tendenziell ein bis zwei Stufen darunter Skifahren. Also nicht unbedingt an die Grenzen gehen, um das Sturzrisiko zu minimieren. Begleiterkrankungen, das ist ein ganz spannendes Beispiel. Das ist eine Dame, 73 Jahre alt, hat eine Hüftprothese bekommen. Das sehen Sie schon, hier sieht man so einen dünnen, weißen Film. Das heißt, der Stiel ist mit Zement verankert. Wann machen wir das, wenn Patienten eine Osteoporose haben? Die Patientin hatte eine Osteoporose, war dann ganz happy, hat mir einen Film geschickt, wie sie schön auf der Piste Ski fährt. Im nächsten Winter kam sie wieder, aber nach dem Sturz. Und sie hat sich das Becken gebrochen, die Prothese hat gehalten. Warum bringe ich dieses Beispiel? Ganz einfach, weil gerade die Patienten, die eine Prothese bekommen, sind ja häufig älter und haben eben schlechteren Knochen, weicheren Knochen.
gewisse Vorerkrankungen, etwas schlechtere Koordination und Kontrolle. Gerade da müssen wir besonders kritisch sein und eben auch die Begleiterkrankungen beachten. Es hilft natürlich nichts, dass man sagt, man macht eine neue Hüfte und dann ist die Patientin wieder jung. Dem ist es leider nicht so. Ist vielleicht ganz gut, sonst könnten wir uns eh nicht mehr retten, wenn wir das könnten. Ja, fahrerische Können, da habe ich hier ein bekanntes Bild von der Christa Kinshofer eingefügt. Das ist natürlich was, es kommt immer die Frage, kann ich danach Skifahren? Ich frage immer, können Sie denn jetzt Skifahren? Manche Patienten können tatsächlich schlecht Skifahren und wollen es dann besser lernen. Das geht, funktioniert natürlich nicht. Das sollte man natürlich beachten. Extrembewegungen vermeiden, das Sturzrisiko minimieren. Und das ist, geht jetzt hier ein bisschen unter durch die Unfallmatierung. Aber wenn man sich die Literatur anschaut, wie funktioniert es denn mit dem Skisport? Der Skisport steigert den Verschleiß der Prothese. Das ist nachgewiesen. In 10 Jahren kann man das messen. Aber interessanterweise hat man dabei keine vermehrte Lockerungsrate gesehen. Weil durch die sportliche Betätigung der Knochen besser ist, die Prothese besser verankert bleibt im Knochen und der Verschleiß jetzt nicht in dem Maße gesteigert wird, dass das für den Körper schlecht ist. Das heißt, ich komme zu meiner Schlussfolgerung. Wir treffen eine individuelle Entscheidung in der Empfehlung Skisport ja oder nein. Das ist der Kernsatz, Sport ist sinnvoll, sinnvoll. Das heißt, wenn man es in einem gewissen Maß und gewisser Intensität ausübt, das Sturzrisiko sollte vermieden werden. Und ich habe schon gesagt, eher über die individuelle Beratung dann die Patienten darauf hinweisen, was sie machen können und worauf sie aufpassen müssen. Herzlichen Dank.